Verehrte Zuschauer, das war Ihr Wunschfilm der Woche, Das Schweigen im Walde. Sie sind wieder herzlich eingeladen, Ihren Wunschfilm für den kommenden Samstag, 20.15 Uhr, auszuwählen. Hier unser Angebot. Am Samstag, 25. Juni, also 20.15 Uhr, schlagen wir Ihnen vor Moulin Rouge, Die kleinen Füchse oder Arsen und Spitzenhäubchen. Wenn Sie sich für einen Film entscheiden wollen, dann schreiben Sie, und zwar bis kommenden Dienstag, 21. Juni, Datum des Poststempels ist ausschlaggebend, Ihren Wunschfilm an das ZDF, Wunschfilm der Woche, in 6500 Mainz 500. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die Regierungschefs der 10 EG-Staaten bemühen sich in Stuttgart um ein tragfähiges Fundament für eine langfristige Finanzierung der Gemeinschaft. Auf diesem Weg waren sie am Nachmittag einen wichtigen Schritt weitergekommen. Sie einigten sich darauf, Großbritannien aus der EG-Kasse umgerechnet 1,7 Milliarden Mark für 1983 zurückzuzahlen. Von diesem Beitragsnachlass muss die Bundesrepublik rund 300 Millionen aufbringen. Diese Regelung gilt aber nur, wenn eine Einigung über das gesamte Finanzierungspaket zustande kommt. Und nur unter dieser Voraussetzung soll morgen eine feierliche Erklärung zur Europäischen Union unterzeichnet werden. Die Gespräche dürften bis weit in die Nacht hinein dauern. Aufwachen, die Aufforderung an die europäischen Regierungschefs in Stuttgart. Anhänger der Friedensbewegung demonstrieren für ihr Europa, ohne Atomwaffen bis hin nach Portugal. Aber für solche Gedanken hatten die Regierungschefs keine Zeit. Während vor dem Stuttgarter Neuen Schloss für den Frieden demonstriert wurde, stritten sich die Politiker drinnen ums Geld. Vor allem Margaret Thatcher wurde heute ihrem Ruf wieder voll gerecht. Sie ging zu den Verhandlungen mit einem festen Vorsatz. Großbritannien muss auch für dieses Jahr 2/3 seiner Zahlungen aus der EG-Kasse wieder zurückbekommen. Im Verhandlungssaal wich sie keinen Millimeter von dieser Forderung. Sie hatte sogar ein Scheitern des Gipfels einkalkuliert. Und es störte sie nicht, dass sie allein gegen die 9 anderen ankämpfen musste. Und sie gewann.